Dann Ibiza. Und gut für Wetten. Ja, also die Wette war ja letztens schon da. Und ich weiß jetzt nicht, ob noch Leute da sind, die ihre Punkte verschenken wollen. Für eine Wette. Ne? So. Wir müssen noch ein bisschen Geld holen. Ja, jetzt deswegen. Aber ich werde meine Mods mal ganz die Regeln. Ich habe nämlich schon mal ein neues Discord. Das Niaro-Discord ist schon fertig. Ah, Moment. Mod-Aufgaben. So. Das muss ich später machen. Ich weiß nicht. Notizen. So, okay. Also, ich brauche noch so um die 120.000, damit ich mir ein richtig geiles Gefährt kaufen kann. Oder das Problem, was ich jetzt habe, ne? Wenn ich jetzt mir ein Auto kaufen möchte beim LKW-Händler, ne? Nehmen wir jetzt mal einen Mann. Scania kann ich doch gar nicht. Das Problem ist jetzt, hallo? Wieso kann ich? Was bringt mir das? Warum ist das teurer? Was bringt mir die Scheiße? Guck mal. Also 440 PS ist das höchste, was ich nehmen könnte. LOL, ich könnte rechts fahren. Ja, hier, ne? Hier unten, da kann ich meine Chicken Nuggets reinlegen. Das ist da nicht da. Das ist scheiße. Hier kann ich Chicken Nuggets reinlegen. Ne? Schön bei McDonald's, ne? Drive-in. Hier die Soße rein. Perfekt. Das nehmen wir. Ah ja, klar. Hier unten rein damit. Ja, perfekt. Meiner ist zum Beispiel wegen auf schwere Prachten oder was auch immer. Damit kann damit alles befördern. Ja, ich bin eh noch nicht so hoch, dass ich mir irgendwas aussuchen könnte. Das nehmen wir noch nicht. So, ich dachte, man könnte. Was ist das? Also man kann, okay. Man kann nur einen Teil machen. Interviert. Nut, nut.
wähle einen Punkt am LKW aus, um die entsprechende Zubehörteil zu sehen. So. What the fuck, wie viel gibt's denn? Mua! Oh, Lucky, wo kriegst du mich denn? Nya, nya. What the fuck, und da kann ich hier noch extra drauf drücken? Oh, Lord, so Scheiße. Alter! Ne Tröte! Hoffentlich macht die dann so, so richtig Scheiß-Sound. Jawohl. Aber das kann ich mir nicht leisten. Wie lösche ich denn was wieder? Nee, stopp. Hallo. Wie lösche ich denn das wieder? Ich will das nicht mehr haben, hallo. Wie lösche ich das? Ah, okay. Muss Geld sparen. Okay. Ein Schild vorne drin. Ey, guck mal, den kann ich mir sogar leisten, ne? 440 PS. Komm, kaufen wir. Wir danken für den Kauf Ihres ersten LKWs und würden uns freuen, wenn wir Sie wieder begrüßen. Warum nicht? Kaufe ich mit einfach ein. Der hat gute PS. Und so, damit bin ich zufrieden. So, was kann ich jetzt machen hier? Mein erster LKW. Wenn du 5 LKWs hast, kannst du auch online kaufen, ja. Da, oh, sieht ja schick aus, oder was? Das Problem ist, wenn ich den Wagen jetzt kaputt mache, heißt das ja, ich muss ihn selber reparieren. Ne? Das ist jetzt mein Wagen, so gesehen. Die Ampel ist was böse. Was mache ich jetzt eigentlich? Wohin fahre ich jetzt? Wo ist denn der nächste Auftrag? Wo kann ich den Auftrag machen? Hier. Ich habe jetzt einen eigenen LKW, ne? Das heißt ja, rein theoretisch müsste ich auch mehr Geld bekommen für die Aufträge oder nicht. Wenn ich jetzt hier einen Schnellauftrag mache, ne? Bekomme ich ja nicht Streckenlänge, sondern Preis, Streckeninhalt, ne? Ja, 30 Euro. Bei Aufträge? Alter, 41. Alter. Ui. Das nenne ich Kohle. Warum? Die waren billig. War billig, deswegen. Und nimmst du Aufträge an anderen LKW? Ja, mache ich ja. Ich wollte nur den Preis gucken, ob ich ja damit quasi auch mehr Geld mache, verdiene quasi. Ne? Oder das quasi so gleich ist. Aber ja, 40 Euro den Kilometer. Damit könnt ihr mich auch im Real beauftragen. Mache ich sehr gerne. Ne? 40 Euro im Kilometer. Da fahre ich euch auch Sexpuppen. Ne? So. Mal ein bisschen hier ein bisschen abkürzen. Ich hoffe, es gibt keinen Gegenverkehr. Das wäre nicht so geil. Ich muss halt ein bisschen aufpassen, jetzt dass ich mit einer Wagen nicht direkt Schrott war. Hab gehört, Kelch will die nächste Strecke mit 3. Ich kann ruhig eine lange Strecke machen. Ich gebe dir 40 Cent. Ja, 40 Cent ist auch sehr viel. Da kann ich mir einen Center Shop leisten. Früher gab es noch diese Läden, ne? Da konntest du eine Tüte nehmen, alles reinschmeißen, so 5 Cent, 2 Cent, 10 Cent und sowas. Dann machst du die Tüte voll
dann tut er sie aus und zählt sie nach. Das Ding ist, das war mega unhygienisch. Erstens, er hat die Tüte immer aufs Band ausgeleert und das Zeug mit der Hand angekrabbelt. Ne? Alter, das Ding schnell! Das Ding schnurrt wie ein Kätzchen! Alter. Also das Ding fährt sich echt geil. Ist ja auch Neuwagen. Ja, stimmt, ohne Auflieger, stimmt. Stimmt. Man darf LKWs nicht unterschätzen, die haben schon viel Power. Die haben schon Power auf das Ding. Alter, wie das Ding brummt. Polizei, bitte mal beiseite, ich hab's eilig. Ah, aber nicht so eilig. Okay, der hat noch irgendwie überlebt. Noch keinen Schaden bekommen. Alles gut. Kann ich mich auch zu Städte teleportieren eigentlich? Weil wenn ich jedes Mal zu einer Stadt fahren muss, um das Ding abzuholen, dauert das ja mega lange, wenn ich irgendwo mal weiter weg einen Auftrag annehmen möchte, ne? Finde ich jetzt. Noch 4 Kilometerpunkte? Was meinst du? Oh, Baum! Wer hat denn den Baum da geparkt? Das darf er gar nicht. Deswegen nimmt man Aufträge in der Stadt, in der man ist. Die Aufträge können auch ablaufen. Hallo? So, Sicherheitsüberprüfung. Sprich, wenn du ankommst, dass sie nicht mehr verfügbar sind. Das kann auch sein, ja. Verdiene Geld mit deiner eigenen Zugmaschine, indem du Fracht aus und zu lang. Führe World of Trucks Aufträge mit deiner eigenen Ausrüstung aus. Auszeichnen diese Aufträge sind in der. Wo ist der Unterschied? Ist das quasi online? Ich mag auch Geld. Du musst, kannst dich auch mal wieder auf Tank Trucks finden. Die Fracht Mark hat auch mal gesagt. Ja, vielleicht mach ich das mal. Aber ich muss sagen, der Auftrag ist ganz nice. Der ist ziemlich lange. Und gibt gut Geld. So, erstmal die gute Sicht hier. Wo war die? Ja. Ist das hier? Nee, das ist gar nicht meine Fracht. Upsi. Ich werde den falschen Ding holen. Lol. Hier muss ich aufladen, Leute. Bremst doch! Zwei oder was? Zwei? So. Jetzt gerade rückwärts. Aha! Das war besser als ich dachte. Let's go! Fahren wir mit Flee. Das ist so eine Modemarke. Ich habe da gerade Modemarken in Wert von 5 Millionen Euro drin. Ja. Deswegen kriege ich auch so viel Geld für den Auftrag. Ja, ich bin falsch rum, ne? Oder ist egal. Sicherheitsüberprüfung, bla bla bla. So, das sind 500 Kilometer. Da kommt der beste LKW der Welt und Platz für Kätzchen. Dankeschön, Dankeschön. Warte mal, ich hab den Müll auf dem Boden. Dankeschön, Totenspieler. Pisser. Nehme ich die Vorfahrt. Hallo? Wie
biegen hier einfach ab. Das ist mein eigener LKW, der ist schön pink lackiert. Nicht, dass dem was passiert. Ne? Das ist schon schönes Rosa, Schweinchenrosa. Das war teuer, die Farbe. Bist du verrückt? Du fährst fast rein. Alter. Alter, was geht hier ab? Gleich da, Leute. Der Zuckerwatten-Flausch-LKW, genau. So, erster rechts, Leute. Erster rechts. Wenn der Aufliegerschaden nimmt, ist mir das scheißegal. Der gehört mir nicht. Ne? Der gehört mir nicht, ist mir scheißegal. Was mit dem passiert. Ich weiß auch gar nicht, wie man das machen soll hier. Die Kurven sind viel zu eng. Aufliegerschaden interessiert mich nicht. Solange vor meinem LKW alles gut geht, ist mir der Auflieger scheißegal. Ne? Der LKW ist mir wichtig. Da hinten ist, da ist die Fracht drin. Das ist nicht mein Problem. Oh, das ist ja Düsseldorf. Schüssel und Dorf. Jetzt hast du die Schüsseldorf. Ein Dorf voller Toiletten. Zeta Kinsey KL, Chaos Katz Transport, Logistics. Ja, ja. Also wenn ich wirklich mal weit wegziehen will, dann wäre das wahrscheinlich schon durch Düsseldorf. Einfach nur, weil da bei der Japan-Tag und sowas, wo es ist. Ne? So an die Nähe, halt jetzt nicht direkt in Düsseldorf, sondern in die Nähe. Eine Stunde weg oder sowas. Ja. Aber ob ich da eben hinziehe, ist fraglich. Ist fraglich. Wieso fahre ich denn nur 100? Kann die Mühle nicht mehr fahren? Oder habe ich wieder ein Tempomat drin? Habe ich für Tempomat drin oder was? Das mache ich aber nicht. Zeige LKW-Geschwindigkeit. Scheint alles gut zu sein. Ne, hier ist alles okay. Ja, aber ich konnte vorher auch 140 fahren mit Auflieger. Aber es dauert wahrscheinlich einfach ein bisschen länger, bis ich auf die Geschwindigkeit komme. Das kann sein, ja. Aber langsam kommt Fahrt auf. 110. Solange die Kurven noch so gut sind, so lange sind, geht es ja noch voll klar. Da hinten kommt eine Kurve gleich, die ist ein bisschen steiler. Da muss ich was abbremsen. Sonst liege ich in der Leitplanke drin. Oder liege auf der Seite. Da muss ich abgeschleppt werden. Und das will ich nicht. Ne? Zumindest noch nicht. Weil jetzt habe ich kein Geld für Reparaturen. Nur 3000 Tacken. Ich habe mich hier arm gekauft. Und die Kurve ist auch in die Scheiße. Als LKW-Fahrer muss sowas hier einfach nur purer Stress sein. Du hast einfach... Der LKW ist genauso dick wie die Straße. Bankanleihen einfach. Kann man machen, ja. Kann man machen.
und gleich muss ich rechts raus. Ich hasse diese Abzweigung. Komm, geh vorbei. Fahr schneller. Mr. Scania. Die ersten LKW mit Totalschaden, meiner schon bald fast 100k. Das ist eine Menge, ja. So, Kinder, bitte nicht zu Hause nachmachen, was der Cage hier macht. Ich bin professioneller LKW-Umdreher. Ich darf das, ne? Aber wenn ihr mal LKW-Fahrer seid, nicht einfach wenden. Ich habe eine Lizenz dafür. Die habe auch nur ich. Die Fracht ist mir egal. Und der Schild auch. Ja, passt. Wunderbar. Ja, ich wäre perfekt hier ausgewichen. Du darfst das auch, Luki. Ja, siehst du mal. Luki darf das auch. Spin to win, genau. Das nennt sich quasi diplomatische Immunität, die ich habe, ne? Ne, Spaß habe ich nicht. Das wäre was. Und LKW muss rennen. Ja, ne, so schnell fahren tue ich jetzt nicht bei diesen Kurven. Sonst liege ich gleich wieder auf in der Leitplanke drin. Und das tut weh. Bei meinen schönen LKW-Leinen. Ich meine, guck mal, wie schön er ist. Ne, so schön, die schön rosa. Ne? Nach Duisburg jetzt hier, aha. Da will ich aber nicht hin. Da stinkt's. Warum bremst der Auto da links ab, der überholen will, wenn ich ihn vorlassen will? So, damit ich ja auch hier hingehen kann. So. Weil ich will ja schnell fahren. Auf der Autobahn. 1000 PS Mod. Ach, schlimm, das Ratzen im Hals. Ja. Hier geht es zu 550, 40 oder sowas, habe ich gesehen. Bei mir fahren viele Bugatti Lambos jetzt ja auch Herbie. Herbie kenne ich nicht. Noch Elektro-LKW mittlerweile. Aber der hätte ich gar keinen Bock drauf, ihn zu fahren. Ne? Du musst einfach eine Steckdose finden, du musst in Ewigkeiten aufladen. Dann, was, wenn die Batterie kaputt geht. Ich meine, es in real, ne? Dann muss ich einfach gucken, wo gibt es auch Aufladestationen, da muss man genau timen, dahin zu kommen. Ne? Vielleicht musst du Umweg fahren, nur damit du zu einer Aufladestation hinkommst. Also, ja, ja, klar. Hi, All Outdoor Ben, wie geht's dir? Herzlich willkommen. Alles gut bei dir? Ah, da bin ich schnell. Hui. Wie war dein Tag, Ben? Stell mal vor, ein LKW überholt dich mit 130 Sachen. Sehr schnell im Lappen weg, maximal 80. Ich brauche 140 oder Probleme.
Und mein Lappen ist nicht weg. Er will wenigstens die Temperaturen wieder erträglich. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich hoffe, bald ist wieder im Winter. Ne? Weil nur bei Winter gibt es Schminter. Okay, ich glaube, jetzt das steilere Kurve ein bisschen abbremsen. Warte, so ein bisschen. Okay, perfekt. Dann schalte die Bußgelder an, wenn sie wie auf die Strafe. Ja. Ja, gut. Aber ich denke mir halt, wenn ich jetzt die 80 war, dann dauern die Aufträge 30-40% länger, also 30% länger. Ich bin ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Oh ja. Ich kann richtig lange geradeaus fahren. Durch Hamburg. Doch klar. Ob ich jetzt 130 fahre oder 80 fahre, ist schon ein Unterschied. Ne? Ja gut, bei kurzen Strecken ja. Aber hier jetzt. Wenn die Strecken so lange Autobahnfahrten haben, wie hier jetzt, dann merkt man das schon. Naja, noch rechne mal drauf, wie oft man crasht und die Pampa fährt drehen muss auf der AB. Oh Gott! Mein linker Finger hat sich festgehalten. Der wollte unbedingt auf die A drücken. Apropos kein Schaden. Muss man eigentlich in zu einer Reparatur fahren, oder kann man auch einfach sagen, am Ende der Strecke reparieren oder wird automatisch repariert oder sowas. Oder muss man unbedingt zu einer Werkstatt fahren? Ah, okay. Das geht aber noch. War nur ein bisschen ein Lack vom Reifen. Das geht noch. Ja. Das geht noch. Aber das war so dumm von mir. Ich habe eigentlich auf ED gedrückt, ne, nach rechts zu gehen. Aber meine Finger waren noch auf A drauf. So dumm. Und auch was am teuersten LKW benutze ich ab, als der Motor ist wieder schon teuer. Was? Der LKW nutzt sich ab? Wenn man schnell fährt, ne, umso schneller ist er durch. Ja gut, aber das dauert wahrscheinlich doch 100.000 Kilometer, ne? Also, da bin ich jetzt nicht so, denke ich mal, dass mit, ins 2 Meter mal mein Motor kaputt ist. Ja, okay. Auch Reifen und sowas? Ich fahre einmal pro Auftrag in die Werkstatt. Ja, ich bin da katzenhaft geschmeidig, ja. Aber ich gehe nicht von außen, dass der Motor so schnell kaputt geht. Ne? Der Motor ist gut geschützt. Außerdem war der Unfall gerade aus Dummheit. Weil meine Finger nicht loslassen wollten. Reifen, Motor, Getriebe wird hier auch angezeigt, was wie viel ich noch habe. Ja, also mein LKW 2% jetzt. Aber wegen diesem dummen Rammer nach links. Das geht noch. Das geht noch. Wenn ich mal komplett austauschen müsste, wir sind relativ 400 km/h. Ja.
Die Frage ist jetzt, was bringt es mir, mehr als ein LKW zu haben? Was bringt mir das? Weil ich kann nur einen fahren gleichzeitig. Und dafür verschiedene Lasten dann. Schwerlaster, die kriegen kleine Lasten oder sowas. Oder wie. Aber ich kann Leute einstellen, das geht auch, okay. Krass. Ah, okay. Das ist krass. Das wusste ich gar nicht. Dass man Leute auch einstellen kann. Ein passiv einkoppelt man das, die auch dann leveln. Achso, Mitarbeiter nennt man also passives Einkommen. Ich suche jetzt ein passives Einkommen. Übrigens suche ich wirklich nach einem Cutter. Also wenn ihr Bock habt, meine VODs quasi zu schneiden, quasi so Best-ofs zu machen oder sowas, oder Clips rauszuhauen, könnt ihr gerne euch gerne mal melden. Ne? Wenn ihr das könnt und da Bock drauf habt, sehr gerne. In der Garage vibrieren und man kann Zweigs ausbauen, also auf LKW-Plätze an. Nice. Kann sowas gar nicht. Es ist krass, ne? Eigentlich gibt es voll viele Cutter, die für Leute cutten wollen. Aber was ich gefunden habe, ist einfach ein Programmierer, der für mich meine Webseite, meine Panel und alles programmiert. Ne? Eigentlich ist ein Programmierer voll teuer. Ne? Aber da habe ich Glück gehabt. Mich raus, Junge! Verrückt! Programmierer sind aber keine Cutter, ja genau, ja. Ja. Ey, das ist nicht ernst, oder? Ich fahre hier weiter, mir scheißegal, was sie wollen. Ich fahre hier weiter! Die Straße ist frei! Oh Gott, die Dinger, die Propeller! Okay, gut. Die haben keine Physik. Zum Glück. Sonst wäre der Helikopter ein paar Propeller leichter gewesen. Helis transportiere ich oft auf Yachten. Nice. Nice, nice. Das Geile ist, hier dürften keine Autos fahren, weil die Straße gesperrt ist. Das ist meine einzige, ich bin der Einzige hier, ja perfekt. Ein ganzes Haus will sie transportieren, als ob. Wo kommt der jetzt her? Der darf ja gar nicht fahren. Na egal. Das ist meine Straße. Also die Postkarten sollen ein paar Tage ankommen bei mir. Und dann gehen sie zu euch raus, die ihr gestern gewonnen habt, ne? Ja, ja. Waffi! Bisschen abbremsen, damit die Kurve hier rüberkommt. Aber die Straße ist eigentlich dick genug. Hi Vincent, wie geht's dir? Guten Abend, na du? Ja, du?
Ja, du. Boah, freue ich mich, wenn ich das endlich mal richtig spielen kann, also mal in Ultra und kurzen Ladezeiten. Ja. Knuddel, ja, Knuddel. Wie geht's euch? Dir geht's ganz gut und dir? Wie geht's dir? Ich bin froh, dass du reinschaust. Bei uns süßen Katzen heute. Bombing! Stress. Warum denn Stress? Wegen Arbeit? Oh nein. Stress ist nie gut. Nein, nein, nein. Stress ist Stress und Stress macht Stress. Planung, Hochzeit. Oh, du heiratest? Ui. GZ, Vincent. Uiuiui. Vincent hat es geschafft, er heiratet. Wenn du ein Kind bekommst, muss es Keijo heißen. Nein, Spaß. Erster Aufenthalt in Kiel. Sieht's denn hier aus in Kiel? Soll ich dich Kiel holen? Schon in Planung. Ui, den Cage schon da, meinst du, beim Sohn? Lol, das wär's. Aber hey Leute, ich muss sagen, ich bin relativ gut durchgekommen, ne? Da muss man mal sagen, ich kam gut durch. Ne? So. Wäre der eine Fauxpas mit dem Links dreinig gewesen, dann wäre ich hier perfekt durchgekommen eigentlich. Bis auf Anlieger so ein bisschen, ja, aber das ist mir egal. So lässt sich's leben. Na, Polizei, also bei euch. Mein Tag war ganz gut und deiner? Ja. Was hast du heute wieder gemacht? Dam, badam. Badam, badam. Waren wir echt zu langsam hier. Warum fahren wir so langsam? So. Einmal da lang. Wunderbar. Vielleicht haben wir es geschafft. Und dann kriegen wir mega viel Geld. Mega viel. Schweißhaltig arbeiten als Elektriker. Oh, dann bitte aufpassen, ja. Nicht, dass du dich noch wegzippst. Ne? So.
Pizza. Ist ja einfach. Ist ja gleich hier. Also ganz ehrlich. Mal gucken hier. Also ich finde, das ist gut drin eigentlich. Ich weiß nicht, warum der meckert. Aber ich finde eigentlich, dass es gut drin steht. Aha. Hey, absenken und Geld abkassieren. Ich pass auf, Chef, genau. 20.000 Tacken, Leute! Ach, wenn ich nicht so viele in Wheel verdienen würde. Alter, das ist... Alter! Ich darf ein Schiff fahren! Let's go! Ich darf ein Schiff transportieren. Wie geil ist das denn? Ich darf eine Yacht fahren. Let's go. Let's go, Leute. Let's go, eine Yacht kommt. So. Let's go. Und das über 700 Kilometer. Jawoll. Diesen Auftrag machen wir noch und dann würden wir nach The Witcher 3 gehen, ne? Leute, aber aufpassen, dieser Truck da hinten darf nichts passieren, ich glaube, das ist zu teuer. Alter, 10 Stunden einfach, ne? Okay, Vincent, viel Spaß auf der Arbeit morgen früh und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du das drin warst. Danke, danke. Danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Ich frag mich, ob ich das eine Abkürzung nehmen kann, wo ich so rückwärts fahre und dann direkt in die Stadt komme. Das wäre mega. Danke für die Headpads zu dem Spiel. Dankeschön. Ich guck mal die Map an. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay. Okay, jetzt sieht nicht so aus, als könnte ich irgendwie abkürzen. Nee. Leider nicht. Aber heute müssen wir weit fahren. Einmal quer durch Deutschland fast. Hei, hei, hei. Aber hey, wir haben eine Menge Kohle. Wir können auch mal zur Reparatur fahren nach dem Auftrag. Aber das machen wir wahrscheinlich beim nächsten Mal erst. Jetzt fahren wir die Fahrt zu Ende. Dann, dann. Alter, ist das ein dicker Oschi da hinten. Das ist ja breiter als ein LKW. Da muss ich echt aufpassen, dass ich da nichts, dass ich die nicht irgendwo gegen die Wand ramme. Ja! Nochmal gut gegangen. Der Teller geht auch gut. Wunderbar. War schon nach so viele Geräusche. Willkommen zurück, Soundy. Danke, dass du da bist. Nya, nya, nya. Nya, nya, nya. Zwacker Cage am Start. Und Olli ist auch dabei. Hallo, ich bin Olli. Ja, Olli, alles gut.
Ach, mach Brezeln. Ja, jeder mag Brezel. Schön mit Butter. Hast du Butter? Nein, habe ich nicht. Wo denn auch? Ist kein Kühlschrank. So, wunderbar, wunderbar. Ich merke aber schon, dass ich aber kein LKW, kein Autoführerschein haben sollte. Ganz einfach, weil ich auf nichts achte. Ja, ich merke das selber. Ich ziehe einfach dann links raus, ohne hinten zu gucken, ob mein Auto kommt. Ne? Also ganz ehrlich, ich ein Auto fahren? Nee. Nee, nee. Das wird nichts. Höchstens Bobbycar. Aber selbst dafür habe ich keinen Führerschein. Hab mir als Kind mal zwei Schläge ausgehauen mit dem Bobbycar. Weil ich nicht wusste, man bremst. Bobbycars sind gefährlich. Jetzt fahren wir schön 9 Stunden 44 in einer Richtung. Und sonst, wie geht's euch so? Oh. Beste Idee. Wenn ich mittig fahre, kommt kein Auto von hinten. Ja, perfekt. Danke für die Headpads. Das ist Lifehack. Auf Navi sieht die Rechtskurve gar nicht so steil aus, ne? Das sieht aber so aus, dass nach oben geht. Das ist schon ein dicker Auftrag hier. Eieiei. Kommt ein Auto? Nö. Raffi, du Süßchen, ja. Das ist ganz süßer. Boah, das sind so zwei Lahmärsche vor mir. Wie soll ich denn daher durchkommen jetzt? Spieler schreibt seit irgendwie schon wieder Zeit. Alles gut, Zaun. Du kannst gerne mit ihm Zeit verbringen. Einfach hier Lurky bleiben. Dankeschön. Ist ja okay, ne? Ist ja okay, Süßilein. Tunnel fahren wir. War ich nicht gerade eben auf diesem Tunnel, in diesem Tunnel, lol. Lol, ich war einfach die gleiche Strecke zurück. Auf der blauen Bergnummer. Oh Gott, ist das eine gescheite Kurve hier. Mal ein bisschen abbremsen hier. Ein bisschen zu gefährlich hier gerade. Mit einer Yacht hinten drauf, ne? Wir haben hier eine Yacht. Was habe ich gerade nicht richtig zugehört? Ist der Sound vom LKW lauter als ich, lol? Ihr könnt gerne bei Fischi bleiben, gerade wenn ihr euch braucht. Du kannst aber gerne im Lurky bleiben, wenn du möchtest.
Eieiei. Der Auftritt dauert echt lange, ne? Noch 550 Kilometer. Aber wir haben ihn ja gerade eben angefangen. Was steht denn da so? Hey, schon. Süß. Hat jemand für mich hingesprayt? Wofür ist denn da? Lol, da, lol. Da ist echt ein Spiegel, um zu gucken, ob vorne mal immer was dranhängt. Weil es kann echt mal passieren, dass das vorne ein Auto mitgeschleift wird und den sieht man gar nicht. Ne? Und das Verrückteste, was passiert ist, dass schon mal ein Rollstuhlfahrer da vorne dran hing, mitten auf der Autobahn. Ne? Deswegen ist der Spiegel da, damit man sieht, ah, okay, da ist nichts. Das sieht man ja nichts. Sehr cooler Spiegel. Mein Sprit ist auch noch gut. Der Sprit soll auch locker noch reichen für die Strecke. Ja. Wenn ich den jetzt hier ohne Fehler mache, ne, richtig krass da. Richtig krass wäre das. Das Gute ist, wenn man so schnell fährt, ich kann die Seiten wechseln, ohne Angst zu haben, dass ein Auto kommt. Weil ich bin ja schneller als die. Ne? Das ist ein guter Vorzug. Das ist einfach die Deutschland-Tankstelle hier. Schwarz-Rot-Gold. Wird es diesen Stream-Ausschnitt auf das VOD geben? Weil es wird mich dann, glaube ich, auch verabschieden für heute. Alles gut, Soundy, und ja, dieser Stream wird auch YouTube sein, natürlich. Ne? Mal die Verkehrsdichte hochstellen. Die ist doch eigentlich dicht. Also das Ding ist halt, dass der Verkehr einfach zu langsam ist für mich, ne? Ich finde die Verkehrsdichte eigentlich ganz okay. Weil guck mal, da kommen doch jetzt Autos. Und da auch. Wie viel ist denn die gerade? Wo kann ich das einstellen? Wo ist denn das? LKW-Einstellung, Kamera. Nee, ich sehe keine Verkehrsdichte. Umso länger, umso mehr Geld, ne? Umleitung. 50%, also quasi jeder zweite Ausreiter Umleitung. Blockadenanzeigen. Mit Vorsicht deaktivieren. Ja, dann sieht man die Blockaden nicht mehr.
Das wäre nicht so gut, glaube ich. Bis zum nächsten Team Sound. Ja, dich lieb. Warum sagst du Tschüss und machst dann Unlearn? Lol. Ist ja auch was. Aber ja, beim Kerl schon ein bisschen wenig. Hier zumindest. Ich weiß nicht, ob es immer so ist. Ist ja mal so, mal so. Könnte doch daran liegen, dass ich zu schnell fahre. Und die Autos hinter mir mich nicht überholen können. Ne? Aber an sich ist mir egal. So kann ich in Ruhe fahren. Ne? Ach, guck mal, die IKA da vorne, die habe ich auch schon ausgefahren. Die Möbelfirma IKA. Nee, NKA. Das ist eine andere Firma. Das ist eine andere Firma. Das ist nicht IKA. So. da kommt eine Tankstelle, aber wir müssen nicht tanken, so wirklich. Nein. Tanken nicht brauchbar. Wir könnten tanken, aber da fehlt ja nur ein Drittel von meinem Tank. Ich muss einfach so trinken wiederholen. Oder von der besten jetzt ganz kurz was. Bis gleich. Da bin ich wieder. Ey, Polizei nicht überholen. Weg mit dir, Roter. Habt ihr gesehen, wie ich den Roten weggecheckt habe? Der wollte mich einfach überholen. Jetzt gibt es auch wieder ein bisschen Verkehr hier. Ich finde diesen Löwen da ganz geil. Auf dem Lenkrad. Wir haben jetzt schon die Hälfte um. Die Hälfte des Auftrags. Das schaffen wir doch mal easy. Oh Gott! Jetzt haben sie sich aufgepasst, egal. Rüdiger, alles okay? Alles gut. Ist alles okay. So, was machen wir jetzt? Wir sind irgendwie, Hat das keiner gesehen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, keiner hat das gesehen, wie ich es hier einfach gehabt habe. Ich glaube, wir müssen jetzt einen Abschleppwagen rufen. Ja, müssen wir. So.
Boah, easy. Warnschnapper. Warnschnapper. Wo muss ich eigentlich? 5? Nach rechts. Nach links, meinte ich. Meinte ich hier nach links. Jawohl. Jawohl. Hat keiner gesehen, ne? War keiner da. Das ist sehr gut. Immer schön mittig fahren, damit auch keiner von hinten kommt. So. Dann habe ich keinen Stress mit, ja. Mit ja. Oh, geht das tief runter? Wie eine Autobahn hier. Autobahn. Wie heißt das nochmal? Achterbahn, genau. Schön rein. Guckt euch einfach mal das Navi an. Wer baut sowas? Warum nicht einfach rechts abbiegen? Wer baut sowas? Autobahn. Sag ich schon. Wer baut sowas? Kannst du einfach hier eine Straße hochbauen? Zack, da oben bin ich. Wo? Where the problem? Aber nee, man muss hier einfach komplett außen rumfahren. Das ist natürlich nicht so gut. Naja. Aber ich bin ehrlich, ich glaube, es lohnt sich gar nicht so wirklich, eigenen LKW zu kaufen. Weil die Reparaturkosten sind viel höher, als wenn ich jetzt einen LKW einfach schrotte, bis 100 bis 90% hoch oder einen Auftrag abschließe, bekomme ich ja trotzdem noch viel Geld raus. Ne? Da zahle ich vielleicht 2.000, 3.000 Schaden. Aber beim alten LKW kostet dann schon so 30% Schaden und über 10.000. Ich weiß, dann kommt das nicht so lohnt. Naja, das wird schon. Dankeschön für das Happy Endback Totenspieler. Dankeschön. Was haben wir denn hier eigentlich? Zwei Schornsteinchen, eine Schallschutzmauer. Eine Kirche, oh Gott, eine Kirche. Und die Wolke sieht aus wie eine Brezel. Oder wie so ein komischer Chamäleon. Naja. Fahren wir das Ding zu Ende. Ja.
Waska. Was tut ein Spieler? Waska. Gaga? Gagagagu? Nya, 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 nya. So gamble all, also. Nice, 50% Punkte verdoppelt, ja, nice. 1120 Punkte, sehr gut. Das ist eine Menge Punkte. Oh, speichere, ui. Damit ich ja nicht resetten kann. Oh, komme ich da durch? Oh, ich bin im, oh, der Mond da oben. Der Mond mit dem Hasen drin. Ist aber schon krass, dass der Mond einfach Hasenform, also den sie die Krater da drin. Ist schon witzig eigentlich. Alter, wie schnell ich gerade bin. 146, uiuiui. Das ist sehr, sehr schnell. Ich fahre gerade mega schnell. Da muss ich aufpassen. Also mache ich Kilometer. Aber so mache ich Kilometer gut, die Sau. Ne? Da bin ich sehr schnell fertig mit dem Auftrag. Sehr, sehr schnell nur. Knackig hier. Oh, ich muss da raus. Das ist vorbei. Nehme ich hier raus als zweiter. Oh. Rückwärts fahren, Leute. Ich wäre so ein guter Fahrer zu mir. Ich wäre einfach so krass. Okay. Muss ich warten, bis ich raus kann. Okay, jetzt. Ey, 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 ey. Da kann ich nicht mal hier die. Hä? Hä? War ich grad nicht eben, hä? Bin ich runter? Bin ich's? Hä? Okay, ich bin dumm. Let's go, wir gehen weiter. Wir sprechen nicht darüber. Ne? Langsam Nacht. Aber wir sind ja gleich da. Da kann der nicht schlafen gehen.
Lampe, wir können ja mal Licht anmachen. Ui. Die habe ich nicht. Warum blinkt das so? Was blinkt da so? Das Ding? Ja. Ach, eine Rundumleuchte, lol. Was muss ich hier raus? Nicht wieder verkacken hier. Und dann den Kreis in den, damit sind wir gleich da. Na komm, das schaffe ich. Und das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Oh, ein bisschen langsamer. Danke, wie direkt bist du nicht mehr. Dankeschön. Ja, danke fürs Kraul, danke schön. Du Pizza! Zum Glück ist nichts passiert. 74k? Ja, nice, Foxy. Nice, nice. Du weißt, was das heißt, Foxylein. Ja, perfekt. Das geht noch. Ja, du kannst es rein theoretisch VIP machen, ne? Rein theoretisch. 21k, ja, nice, wollte ich wieder. Ein Abend mit dir. Leute. Was machen wir da, Foxy? Hm? Was machen wir da? Was machen wir bei so einem gemeinsamen Abend? Du bist kein VIP, warum nicht? VIP bekommst du mehr Sachen. Zum Beispiel jetzt halt mit meinem neuen Kanal, mit dem Panel, bekommt man mit VIP ein paar Punkte mehr als ohne. Um meine Outfits zu ändern. Weil ich eine Postkarte haben will. Ah, okay. Dann brauchst du noch 4000 für. Jetzt will Foxy nicht sagen, was er mit dem Abend mit mir machen will. Ja. Essen gehen, wenn du möchtest, hingucken, kuscheln, was du dir vorstellen kannst. Alles klar. Also essen gehen und hingucken finde ich super. Einfach Zeit vertreiben, ja. Ein bisschen Mario Party. Mario Party. Warum bremse ich ab jetzt grün? Und ich nicht weiß, ob ich auf keinen anderen als VIP auch Partner habe. Ja doch, das VIP behält ihr. Das nehmt ihr quasi mit rüber. Nur kann ich noch keinen VIP haben. Mario Kart. Das auch, ja. Mario Kart wäre auch supi-dupi. Supi-dupi. Mario Kart Stream wäre auch cool. Ja, würde ich gerne, aber ich habe halt noch keine Switch, ne?
Aber bei dem anderen Kanal werde ich darauf sparen vielleicht. Ab dem neuen Kanal wird VIP teurer sein. Ne? 150k oder sowas. Bissi. Na, jetzt eh eine neue Switch. Ja, genau, die neue Switch will ich mir ja kaufen. Genau. Die will ich mir ja kaufen. Ja, aber ich will die Süßigkeit hier eh nicht mehr bis dahin schaffen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber dann nächstes Jahr oder 2 Jahre warten. Ja, mal gucken. Ich denke, mein nächstes Jahr kommt hier raus. Aber mal gucken. Hat er jetzt auch nicht so viel Wasch. So, wir haben es endlich geschafft. Wir sind angekommen, Leute. Nach 10 Stunden lang harte Arbeit. Pokémon-Teile werden dann auch immer schlimmer. Ja, Pokémon hab ich nie wirklich gespielt. Also am Ende nochmal Schaden gemacht. Super. Ich hasse diese Einfahrten auch. Die müssen immer so eng sein. Das einzige Pokémon-Spiel, was ich viel gespielt habe, war Pokémon Snap und Pokémon Stadium. Nee, Pokémon Puzzle League so. Hm. So. Warum ramme ich mich selber? Ich brauche die andere Ansicht. So kann ich das nicht. Warte, warte, wo ist die Ansicht? Wo ist die Ansicht? So, okay. Habe ein Pokémon gespielt. Mir hat irgendwie die gereizt, ich weiß auch nicht warum. Hey, ich hab doch gelenkt. Warum will er nicht? Schade werden. So, jetzt. So weit, so gut. Nur ein bisschen nach da kommen. Ja, ich will es nicht überspringen. Es gibt mir aber die Zeit, die ich brauche dafür. Heieiei. Nur weil ich so schlecht im Einparken bin, müssen die mich hier mal fertig machen. Als wäre das so einfach. So, jetzt aber. Let's go. Wieso denke ich wieder in der falschen Richtung? Dumm. Also wenn das hier wäre, dann wäre er perfekt jetzt, aber ich bin ja leider falsch. So, das geht ein bisschen nach rechts. Kann ich quasi geradeaus durchhauen, die Scheiße. So,
So, jetzt aber. Ganz, ganz langsam. Umso langsamer, umso besser ist es natürlich auch zu manövrieren. Ne? Ich lenk falsch rum, ich bin so dumm. Hi Foxy, wie geht's dir? Na du? Alles gut bei dir, hm? Ja. Ich bin so dumm, ne? Ja, du? Ich will immer falsch rum denken. Ich bin im Kopf zu kaputt. Oh, bist mit der Arbeit fertig? Das freut mich zu hören. Ja. Hab mich direkt angesprochen gefühlt. Deswegen. Wegen Katze oder was? Jawohl, passt. Abladen, mal gucken, was ich verdient habe. Also nicht viel, aber annehmbar. Ja, immerhin ein bisschen was. So, das passt mir jetzt. Neue Aufrüstteile verfügbar. Neue Aufrüstteile verfügbar. Was denn für Aufrüstteile? Ich hab doch schon den besten Motor. Naja, dann wechseln wir jetzt das Spiel, würde ich mal behaupten. Ja, automatisch speichern bitte. Und zwar wechseln wir jetzt nach Witcher 3. So, Katze Geralt. Witcher 3. Wie heißen die ihr schon wieder vergessen? Weitern einfach nur. Ja. Okay. Let's go, Witcher. Witchy Witch. Hi Luxi, wie geht's dir? Schüsse reinschauen. Wie sexy fandest du den Char gestern? Ja, sehr sexy sogar. Ja, sehr, sehr sexy. Mir geht's wunderbärchen und mir geht's auch ganz gut. Danke der Nachfrage. Ich bin froh, dass du reinschaust. Ja. Danke fürs Grauli.